Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Zuallererst einmal ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht und vor allem nicht zu weit. Im heutigen Video geht es um die Bavmo-Gebrauchtwagen-Tipps. Vorerst wird dies auch das letzte Gebrauchtwagen-Tipp-Video sein, da wir im Jahr 2022 unsere Themen deutlich breiter aufstellen und vor allem mischen. Es wird also wieder ein interessantes Jahr voller hochqualitativer Themenvideos. In diesem Video behandeln wir den 5er BMW der Baureihe F10 und F11, da das erste Gebrauchtwagen-Tipp-Video zu dieser Modellreihe schon fast 2 Jahre alt ist. Also schauen wir uns gemeinsam an, wie sich die Preise nun im ersten Quartal 2022 für den 5er verhalten. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Der 5er BMW der Baureihe F10, F11 wurde von 2010 bis 2017 gebaut und löste seinen Vorgänger, die E60 Limousine und den E61 Touring ab. Er war allgemein das zweite Modell und der erste 5er BMW mit einer internen F-Modellbezeichnung. Der F10 hatte damals einen Basisstartpreis von ca. 40.000 Flocken. Sprich mit kleinster Motorisierung und ohne Sonderausstattung. Die Limousine hat ein Kofferraumvolumen von 520 Litern und damit gute 100 Liter mehr als die Konkurrenz von Audi, den A6 C7, und etwa 20 Liter weniger als der Mercedes W212. Beim Kombi hat der F11 fast identisch viel Ladevolumen wie der A6 Avant und absoluter Platzhirsch in Sachen Ladevolumen ist wieder die E-Klasse, welche den F11 und den A6 dabei völlig in den Schatten stellt. Der BMW F11 hat insgesamt 560 Liter Kofferraumvolumen und bei umgeklappter Rückbank auch bis zu 1670 Liter. Es gab eine sehr breite Motorenpalette beim F10 F11. Es gab insgesamt 6 Benzin-, 1 Hybrid- und 6 Diesel-Varianten. Den M5 gibt es in 3 verschiedenen Ausbaustufen. Dieser wird aber irgendwann ein eigenes Video erhalten und hier nicht thematisiert. Die Benzinvarianten reichten vom 520i mit 2 Litern 4-Zylinder Turbo bis hin zum 550i mit 4,4 Liter V8. Bei einigen Modellen gab es auch optional X-Drive, hier gesondert markiert. Der Hybrid mit Namen Active Hybrid 5 oder wahrscheinlich wegen der englischen Aussprache Active Hybrid 5 wurde von einem 3-Liter 6-Zylinder-Triebwerk befeuert, welches wir bereits aus dem 535i kannten. Dieser wurde von einem Elektrosynchromotor unterstützt. Man konnte bis zu 60 km/h und ca. 4 km rein elektrisch zurücklegen. Im Hybridmodus waren durch diese Unterstützung realistische Verbräuche von um die 6 bis 8 Litern möglich. Bei den Dieselvarianten fing es genauso wie bei den Benzinern mit einem 2-Liter 4-Zylinder an, endete allerdings bereits mit einem 3-Liter 6-Zylinder. Hier gab es ebenfalls die Möglichkeit, auf X-Drive optional zurückzugreifen. Erstmalig gab es auch eine kleine M-Diesel-Version, nämlich den M550D, welcher sich auch großer Beliebtheit erfreute. Nun zu den Problemen der Baureihe. Doch zuvor ein kleiner Reminder, dass wir sämtliche Problemzonen und Tipps auch bei fast jedem GWT bisher kompakt als PDF zusammengefasst anbieten. Den Download-Link findet ihr immer in der Videobeschreibung. Diese PDF könnt ihr dann zum Beispiel ausdrucken und als Checkliste bei der nächsten Besichtigung mitnehmen. Beim Panoramadach kann es zu unangenehmen Luftgeräuschen bei höherer Geschwindigkeit kommen und zu Wassereinbrüchen im Heckbereich. Die Injektoren verstopfen sehr gerne und müssen ersetzt werden, was zu einem sehr unrunden Lauf führt. Die Injektoren gehören wohl zu den größten Problemen der Baureihe und sind auch leider kein günstiger Spaß, wenn diese ersetzt werden müssen. Die Abgasrückführung verschmutzt sehr stark und führt ebenfalls zu Fehlern. Gerade beim Touring ist die Niveauregulierung öfter defekt. Dies erkennt man aber daran, dass er hinten tiefer liegt als die Polizei erlaubt und tiefer als jeder Golf, der irgendwo mit Luftfahrwerk und einer ET von 500 rumsteht.
Bei den Vierzylindern im Vorfacelift sollte man auf die Steuerkettenproblematik achten. Diese Modelle waren nämlich davon betroffen. Also auf Geräusche aus dem Kettentrieb achten oder direkt nachfragen, ob diese bereits ersetzt wurde. Diverse kleine Elektronikfehler, die mit dem Facelift aber deutlich nachgelassen haben. Grundsätzlich ist es aber ein für BMW-Verhältnisse überdurchschnittlich zuverlässiger Alltagsbegleiter. Dies hat man auch im Video vor 2 Jahren gesehen, wo wir nochmal nachgefragt haben, uns eure Erfahrungen mitzuteilen, welche Probleme ihr mit dem F10 und FF hattet. Dort waren die meisten Kommentare durchaus positiv, mit kleineren Problemen hier und da. Hier stellen wir natürlich erneut die Frage, welche Probleme hattet ihr am F10 F11? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen in die Kommentare, damit unerfahrene Interessenten etwas Leselektüre haben. Zusätzlich zur recht üppigen Serienausstattung gab es noch Highlights wie zum Beispiel LED-Scheinwerfer, zahlreiche Assistenzsysteme wie Spurwechselassistent, Nachtsichtassistent, Head-Up-Display, Parkassistent und so weiter. Panoramaglasdach, Surround-View, Allradlenkung und noch vieles mehr. Es standen auch erstmalig einige echte Ausstattungsmerkmale der Oberklasse zur Auswahl, da der F10 nun deutlich mehr mit dem 7er der F1-Reihe gemeinsam hatte, als es bei früheren Modellen der Fall war. Jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr vom 5er BMW der Baureihe F10 bzw. F11? Seid ihr zufrieden mit der Baureihe? Ihr habt vielleicht doch mehr Interesse an den Vorgängern? Wir haben auch Gebrauchtwagen-Tipp-Videos zum BMW E60, E61, E39 und E34 erstellt. Diese findet ihr oben rechts in der Infobox verlinkt. So Freunde, das war's mit dem BAVMO-Video für heute. Wie bereits im Intro angekündigt, war das vorerst das letzte Gebrauchtwagen-Tipp-Video. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, eure BAVMO-Crew.